Wir wollen über Digitalisierung und Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen mit Ute Krömmel. Sie ist Diplompädagogin, sie leitet bei der Stiftung Haus der kleinen Forscher das Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung, also BNE, und beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit Fragen der Qualitätsentwicklung in Bildungseinrichtungen. Sie war und ist immer noch Mitglied im Fachforum Frühkindliche Bildung der nationalen Plattform BNE und hat in dieser Funktion auch bei der Erarbeitung des nationalen Aktionsplans BNE mitgewirkt. Schauen wir mal, ob der uns gleich nochmal begegnet. Ich fange aber mal grundsätzlicher an. Erstmal ganz herzlichen Dank, Frau Krömmel, dass Sie sich die Zeit nehmen. Starten wir gleich rein. Warum müssen wir überhaupt, wenn wir über Digitalisierung an Schulen sprechen, auch über Nachhaltigkeit und über Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen? Ja, mit dieser Frage sind wirklich schon zwei sehr große Themenfelder angesprochen. Und ich bleibe mal zunächst bei Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also Nachhaltigkeit ist ja ein großes gesellschaftspolitisches Projekt. Wir sprechen da von einem Zielbild, das die Vereinten Nationen auch nochmal in 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung aufgefächert haben. Und letztendlich geht es darum, dass wir hier und heute, aber auch zukünftige Generationen friedlich zusammenleben, ohne Hunger, ohne Armut, in möglichem Wohlstand, aber ohne eben die begrenzten Ressourcen unseres Planeten immer weiter auszubeuten, also eigentlich auch in einer ökologisch intakten Umwelt leben können. Das ist ein großes Projekt und das haben wir sozusagen alle mit dabei und dementsprechend auch die Schulen. Also es ist eigentlich sehr wünschenswert, dass Schulen auch sich über eine Nachhaltigkeitsstrategie in gewisser Weise Gedanken machen. Und wenn wir über Digitalisierung an Schulen sprechen, dann haben wir es mit einem riesigen Beschaffungsprojekt zu tun. Also Schulen werden enorme Einkäufe tätigen und auch langfristig viele Geräte einsetzen, die eben Energie verbrauchen. Aber schon allein die Geräte selber sind ja komplexe Produkte, in die sehr viele Metalle, seltene Erden Eingang geflossen haben und die auf großen umfänglichen Produktionsprozessen beruhen, wo viele Menschen eingebunden sind, nicht immer zu den besten Arbeitsbedingungen. Also ich finde es nur angemessen, dass wenn man solche große Beschaffung tätigt im Rahmen einer Schulgemeinschaft, als Schulträger, auch darauf mal den Blick hat, was kaufen wir da eigentlich, wie lange wollen wir das nutzen, was brauchen wir wirklich. Und ja, das vielleicht dann sogar auch zu einem Unterrichtsthema macht, also zumindest mal zu einem Reflexionsthema auch mit der Elternschaft oder eben auch schon mit auch mit jungen Kindern schon, wenn sie diese Geräte dann auch nutzen. Und damit sind wir dann bei der Bildung, bei der Kernaufgabe der Pädagoginnen in der Schule, die eben im Rahmen ja auch gerade dieses Projektes hier klar adressiert werden in der Aufgabe, digital, also Lernen mit digitalen Medien zu gestalten, Digitalisierung wirklich zu gestalten in ihren Unterrichtsangeboten und eben da die Nachhaltigkeit auch im Blick zu haben. Also aus meiner Sicht ist es sehr, sehr möglich, sinnvoll, wünschenswert, dass man gewisserweise auf alle Themen, die sich im Sachunterricht auftun oder auf möglichst viele Themen, die sich im Sachunterricht auftun, in gewisser Weise eine Brille der Nachhaltigkeit, also sie durch eine Brille der Nachhaltigkeit betrachtet. Und ja, so denke ich, sind diese Themen, kann man die zusammendenken. Dann ziehen wir es mal eine Nummer konkreter. Wir haben jetzt so die zwei Felder nebeneinander gestellt. Also das Thema in unserer kleinen Videoreihe heißt ja Lernen in einer zunehmend digitalisierten und sich digitalisierenden Welt. Dann haben wir das BNE-Thema daneben und diese Verknüpfung dazwischen. Wo würden Sie sagen, liegen da die Chancen und wo liegen da auch die Grenzen möglicherweise mit dem Thema, aber auch mit dem großen Leitziel dahinter umzugehen? Ja, nochmal zum Leitziel, also zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Als Querschnittsaufgabe bedeutet das ja dann eben auch, sich da den Schlüsselthemen der Nachhaltigkeit zu widmen. Die sind durchaus auch Alltagsthemen von uns allen und auch von den Schülerinnen und Schülern in ihrer Schule. Was essen wir? Also Ernährung. Wie bewegen wir uns? Wie kommen wir zur Schule? Welche Verkehrsmittel benutzen wir bei Schulausflügen? Das sind Mobilitätsthemen, das sind Schlüsselthemen der Nachhaltigkeit. Und es geht darum, dort Zusammenhänge zu verstehen, auch zu verstehen, wenn wir in einer gewissen Weise handeln, welche Konsequenzen hat das eben auch. Und das sind komplexe Fragestellungen, die zum einen in unserem eigenen Erfahrungshorizont natürlich liegen, aber oft eben auch nicht. Oft sind dahinter verborgen
eine Produktionskette, ein Transportweg, der sich mir in meinem eigenen Horizont ja nicht in meiner Erwartungswelt erschließt. Da können digitale Tools natürlich sehr viel helfen. Also zunächst auf dem Weg der Recherche. Ich finde das raus, auch indem ich im Internet recherchiere. Aber ich kann auch durch Modelle und Simulationen oft Zusammenhänge besser verstehen und besser nachvollziehen, als ich es vielleicht kann, wenn ich in ein Buch schaue, wo es zum Beispiel eben bewegte Bilder nicht gibt. Und besonders komplex dort im Hintergrund von Nachhaltigkeit sind ja so systemische Zusammenhänge. Also ich verändere etwas auf der einen Seite hier im Kleinen, das hat aber große Auswirkungen in einem umfänglicheren System. Und das lässt sich eben gut, denke ich, durch Simulation in der virtuellen Welt sehr gut nachvollziehen. Und da gibt es schon gute Beispiele aus der Erwachsenenwelt. Sozusagen kennen wir, glaube ich, fast alle inzwischen dieses Modell des ökologischen Fußabdrucks, wo das eben sehr deutlich wird, dass unser Lebensstil große Auswirkungen hat. Und das kann man sicherlich finden, auch in anderen Zusammenhängen. Dann gehört natürlich auch zur Bildung für nachhaltige Entwicklung die Reflexion von Werten und meine eigenen Haltungen. Das ist, glaube ich, dann, weiß nicht, ob man da auch das Digitale unbedingt bemühen muss. Also ich glaube, da sind gute Gespräche, Dialoge führen und eben mit den Kindern, mit den Schülerinnen und Schülern intensiv ins Gespräch gehen, glaube ich, die sehr angesagten Methoden dazu. Aber wenn es dann darum geht, sich andere Lösungen zu überlegen, welche Konsequenzen das wiederum hat, also nach vorne zu denken, in die Zukunft zu denken, Zukunftsszenarien zu entwickeln, ich könnte mir denken, dass da der virtuelle Raum gerade so ein Erprobungsraum sein kann, um eben zu schauen, was sind denn dann die Konsequenzen von unserem möglicherweise veränderten Verhalten. Aber Sie haben auch nach den Grenzen gefragt, nicht nur nach den Chancen, die in der Einbeziehung von digitalen Tools liegt. Man muss sehen oder man weiß aus Studien, dass eigentlich das virtuelle Erleben, die Repräsentation, nicht die reale Erfahrung ersetzen kann in ihrer Intensität und in ihrem Wirken, in ihrer Nachdrücklichkeit sozusagen. Also das Stichwort Erlebnispädagogik, ja, oder wirkliche Naturerfahrung benannt. Und das kann dann eben Digitales nicht leisten. Und es wäre fatal, wenn man denkt, dass man viel oder vielleicht alles da ersetzen könnte. Also ja, es gibt, das fällt mir jetzt gerade ein, so eine schöne Karikatur von Mary Marx, wo ein Kind voller Interesse ans Fenster eilt, weil da draußen ein Schmetterling vorbeifliegt und die Lehrerin es streng zurückbeordert, es soll auf das Arbeitsblatt mit den Schmetterlingen schauen und bitte nicht rausgehen. Und das, denke ich, gerade ist so ein Bild, das könnte man sicherlich auch auf die digitalen Tools anwenden. Also wenn es die Möglichkeit gibt, Naturerfahrungen zu machen oder reale Erfahrungen zu machen, dann sollte man das auch nutzen. Aber ich habe es versucht schon anzudeuten, es gibt eben auch Chancen in der Nutzung digitaler Tools. Ja, vielleicht noch ein Beispiel. Ich hatte die 17 Ziele genannt. Es gibt zum Beispiel Apps zu den 17 Zielen, wo man geradezu auch in einer Art Challenge mit anderen zusammen schauen kann, was machen wir denn schon dafür und was machst du mehr, was kann ich noch mehr machen. Also solche Tools gibt es und das lässt sich sicherlich auch auf junge Kinder applizieren. Lassen Sie uns da gerne nochmal Tiefenbohrung machen. Also was für konkrete Verknüpfungen sind auch auf der Unterrichtsebene noch denkbar? Ich denke, keine Bildung für nachhaltige Entwicklung ohne Partizipation, ohne wirklich ein intensives Anknüpfen an den Fragen und an den Anliegen der Kinder. Und wenn man, ich glaube, den Schülerinnen und Schülern einen Freiraum gibt, in der Unterrichtsstunde oder sogar in der ganzen Schulgemeinschaft, eigene Anliegen in ihrem Schulkontext zu ergründen, zu erkunden und dazu Fragen zu stellen oder ins Nachdenken zu kommen, da auch etwas kritisch zu sehen, dann sind da mit Sicherheit Themen dabei, die uns in die Nachhaltigkeitswelt führen. Und dort eben zu schauen, als Beispiel fällt mir ein, wie sind wir eigentlich zufrieden mit dem Angebot in unserer Cafeteria beispielsweise? Oder ich glaube, selbst die jungen Kinder sind nicht immer glücklich über das Aufgebot an SUVs jeden Morgen vor dem Schultor. Also da ist man mittendrin in diesen Themen. Und das aufzugreifen und
mit den Kindern, mit den Schülerinnen und Schülern sich auf den Weg zu machen, dort Hintergründe zu recherchieren. Also woher kommt das Obst, das wir da in der Cafeteria verzehren, und müssen es in der Winterzeit die Erdbeeren sein? Also daran zu arbeiten, Transportwege recherchieren, auch nachzuleben in gewisser Weise und sich eben Alternativen zu überlegen, auch das Obst bezogen zu überlegen, ist es möglich, saisonal, regional beim Catering switchen. Und eben, wenn man denn als Lehrkraft, wir kommen da schon fast dann zu den Kompetenzen, die Lehrkräfte ja auch dafür brauchen, man muss offen sein, quasi ganz projektförmig dann eben so ein Setting auch anzulegen, und dann ergibt sich dort auch der Einsatz von digitalen Medien zur Dokumentation. Ja, man kann direkt eine Kampagne ja vielleicht entwickeln, um eben das Catering anders zu gestalten. Auch da bietet es sich natürlich an, digitale Tools zu nutzen. Das ist das nächste Stichwort auch für mich. Welche Kompetenzen brauchen Lehrkräfte noch darüber hinaus? Was für Wissen vielleicht auch? Ja, das, glaube ich, deutet sich da sehr an. Es ist ein Unterrichtssetting, das mit einem klassischen Setting, wie es vielleicht viele Lehrkräfte noch in der Ausbildung auch sehr eingeübt haben, nicht vergleichbar. Ich weiß aber, dass es viele Lehrkräfte gibt, die durchaus schon offenere Formen gestalten. Und ich denke, das ist ein eigenes Zutrauen dazu, als Lehrperson sich so einem anderen Setting zu öffnen oder das eigene immer weiter zu entwickeln. Das ist eine Grundvoraussetzung. Also eben auch dann mit den Kindern sich dieser neuen Welt auch der digitalen Tools zu nähern. Wobei ich es da auch sehr wichtig finde, dass man natürlich schon auch gewisse Wissen und Kenntnisse hat über die Tools und auch Kriterien vielleicht hat, wie sie zu beurteilen sind. Also an welcher Stelle sie sinnvoll einzusetzen sind. Denn auch da haben wir durchaus die Ambivalenz in dieser Welt der Nachhaltigkeit, grassieren auch ungeheuer viel Fake News, und da also sehr sensibel zu sein und eben nicht also auf das falsche Pferd zu setzen in dieser Welt, das glaube ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann eben, wenn man sich in so einen Prozess begibt mit starken partizipativen Anteilen der Schülerinnen und Schüler, dann wird man Phasen der Unsicherheit erleben. Also einmal kann man nicht selbst alle Fragen beantworten, die die Kinder aufbringen, aber auch der Prozess wird Höhen und Tiefen erleben. Und es wird auch der Einsatz mit den digitalen Tools nicht immer reibungslos funktionieren. Da gilt es, diese Unsicherheiten, dieses vielleicht auch drohende Scheitern ein Stück weit auch auszuhalten und mit den Schülern gemeinsam, in gemeinsam geteilter Verantwortung, sich durch diesen Prozess zu begeben. Also auch mit den Schülern deutlich zu machen, wo hier die Verantwortung für Erfolge liegen, für die gemeinsamen Ergebnisse. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich für Lehrpersonen, das so zu teilen und den Schülern auch ein Stück weit Verantwortung für ihr Lernen mit zu übergeben. Jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt ein Team von Menschen, die eine Fortbildung in diesem Bereich entwickeln wollen, zum Beispiel in der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Was würden Sie diesem Team mit auf den Weg geben? Wie kann eine solche Fortbildung aussehen? Was muss dazugehören? Ja, ein bisschen habe ich es vielleicht schon angedeutet. Es gehört durchaus Wissensvermittlung dazu. Also was gibt es an verschiedenen Feldern der Einsatzmöglichkeiten der digitalen Tools? Das ist, glaube ich, unumgänglich. Aber gleichzeitig fände ich es, glaube ich, sehr gut, wenn die Fortbildung selber auch ein Lernen erfahrbar macht, wie ich es gerade für das Unterrichtssetting mit den Schülerinnen und Schülern entwickelt habe. Also wo auch erfahrbar wird in der Fortbildung, wie es ist, wenn die Fragen und Anliegen der Teilnehmenden eine große Rolle spielen. Und so heterogen sie sein mögen, so erschreckend heterogen sie vielleicht auf den ersten Blick sein mögen, wie man doch innerhalb der Fortbildung damit umgehen kann, wie man das handeln kann, wie man es clustern kann, wie man es in Gruppenarbeit bearbeiten kann und Ergebnisse wieder zusammenführen kann. Ich glaube, das würde den
Teilnehmenden, eben den Lehrpersonen sehr gut deutlich machen, welche große Chance darin besteht, also so gesehen zu werden in einer Fortbildung, in einer Lernsituation, das eigene Anliegen so präsent zu haben und so bearbeitet zu erleben und eben auch, wie intensiv man selber dann zu Lösungen beitragen kann, wie stark das dann auch die intrinsische Motivation zum Lernen sozusagen befördert. Und das als eigene Erfahrung mit in das eigene Unterrichtssetting zu nehmen, denke ich, könnte sehr fruchtbar sein. Das klingt so, als würde man in so einer Fortbildung nochmal deutlich mehr lernen als nur Digitalisierung plus BNE, sondern auch ganz grundsätzliche Fragen thematisieren. Hm. Gibt es noch was wir ergänzen können in dem Kontext, in dem Bereich? Ja, ich glaube genau, was Sie am Ende sagten, dass man, wenn man sich auf diese Wege begibt, gerade auch Richtung BNE und Digitalisierung, wo es keine so ganz ausgetretenen Pfade gibt, dass man dann sehr, sehr viel auf einer Metaebene thematisieren wird. Eben meine Haltung als Lehrperson, mein Selbstverständnis als Lehrperson, aber auch die Beschränkungen, die man in der realen Schulwelt hat. Und das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, wo man da dann auch an Grenzen stößt in der im Kollegium oder eben auch mit Leitung. Man müsste, glaube ich, auch gut reflektieren, wie groß ist mein eigener Wirkungshorizont. Also, aber vielleicht schätze ich ihn auch als Lehrperson als zu klein ein. Vielleicht ist er auch größer, als ich gedacht habe. Und das auch würde sich gut ergeben, sicherlich in der Gruppe der Teilnehmenden, wenn man da einen Blick drauf wirft. Vielen Dank. Das sind, glaube ich, sehr interessante und hilfreiche Perspektiven. Ute Krümmel, alles Gute für die weitere Arbeit und hoffentlich auf Wiedersehen. Dankeschön. Alles Gute für die Fortbildung.